Viele von euch werden wahrscheinlich das Thema Kryptowährung schon mal gehört haben. Aber wer würde sagen, dass er sich damit schon so richtig gut auskennt? Ja, ein paar Hände gehen hoch, aber ich würde sagen, die meisten bleiben tatsächlich unten. Und mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich muss sagen, für mich ist das Thema immer interessanter, weil in der Zeit, in der gerade so viel unfassbar viel passiert, vor allem die Finanzwelt sich sehr stark verändert, ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir uns auch in der Finanzwelt verändern. Und der nächste Speaker, der auf die Bühne kommt, an den Schreien habe ich schon gehört, der ein oder andere weiß, wer jetzt kommt, der hat sich darauf spezialisiert. Er kommt eigentlich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Er ist eigentlich Profi-Kitesurfer gewesen, war Unfallchirurg, hat jetzt aber seine Berufung in der Krypto-Welt gefunden und hat sich jetzt auf den Weg gemacht, ganz, ganz viele Menschen dort abzuholen, damit das eben nicht nur ein Profi-Thema bleibt, sondern auch der Laie, der vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, versteht, was sich dahinter versteckt. Und seine Mission ist es, bis 2025 eine Milliarde Menschen damit zu erreichen. Und er ist auf einem guten Weg, habe ich gerade Backstage von ihm erfahren. Und ich denke, wir werden heute mit den ganzen Leuten hier bei dieser Mission ihn unterstützen. Und ich wünsche mir jetzt, dass ihr den fettesten Applaus rausholt, den es hier in Köln die letzten zwei Tage gegeben hat. Und zwar begrüßt mit mir Dr. Julian Hoss. Wow, was für ein Anblick. Sehr, sehr, sehr cool. Trotz des schlechten Wetters freut mich total. Ich freue mich, dass ich in den nächsten 18 Minuten mit euch so ein bisschen so eine Reise nehmen darf zwischen rationalen Entscheidungen in einem irrationalen Markt, aber nicht nur in einem Markt, sondern in einer irrationalen Welt. Ich möchte über eine Erfolgsformel sprechen, die mir geholfen hat in meinem ganzen Leben, schwierige Entscheidungen zu navigieren. Und ganz viele Entscheidungen, die schwierig sind, sind eben sehr irrational. Und man muss Rationalität hineinbringen. Und jeder, der schon ein bisschen was mit Krypto zu tun gehabt hat, weiß, das ist einer der Märkte mit den krassesten Ups und den krassesten Downs. Also, starten wir rein. Vielleicht mit einer Frage zuerst. Angenommen, du hättest so ein bisschen die Aufgabe, einen Vortrag über dieses Thema zu machen, ein YouTube-Video zu diesem Thema zu machen. Wie würdest du das Thema angehen? In der heutigen Welt, ganz einfach, man fragt ChatGPT, und sagt, ChatGPT, bitte, Video muss richtig gut ziehen, wie soll das ausschauen, soll vom YouTube-Algorithmus gepusht werden, welche Faktoren sollten in das Ganze reingehen? Und ChatGPT sagt dann, ja, das Video soll 10, 15 Minuten lang sein, gut ist jetzt der Vortrag auch, schau, dass viele Schnitte drinnen sind, schau, dass du viel Entertainment reinbringst, Engagement reinbringst und so würde das Ganze funktionieren. Gut, glücklicherweise war das zu meinem Zeitpunkt, als ich ein Video bei mir am YouTube-Kanal gemacht habe, gab es ChatGPT noch nicht und mein Video ist ganz anders. Es ist ein 2,5 Stunden Video. Ich sitze am Tisch, es gibt praktisch keinen einzigen Schnitt. Und in diesem ganzen 2,5 Stunden Video mache ich nichts anders, als wie, dass ich über sehr schwierige Entscheidungen in meinem Leben spreche. Einerseits privat, andererseits persönlich, unternehmerisch und natürlich ganz viele Investmententscheidungen. Ich rede darüber, warum ich mit 16 in die USA gegangen bin, warum ich Kitesurfer worden bin, warum ich Medizin studiert habe, warum ich Unfallchirurg geworden bin, warum ich Unfallchirurg gelassen habe, warum ich nach Asien gezogen bin, Firma aufgebaut habe und so weiter. Und ich spreche natürlich über eine wichtigste Sache, weil mein Kanal heißt Kryptowährungen einfach erklärt, geht um Investieren, geht um Krypto, geht um Makro. Und ich spreche vor allem über einen Weg, nämlich wie ich damals mit 10.000 US-Dollar Schulden am Ende ein Kapital aufgebaut habe von über 100 Millionen US-Dollar. Und ich habe das Ganze extrem transparent aufgebaut. Mein ganzer YouTube-Kanal von knapp 200.000 Leuten ist genau so gewachsen. Und ich möchte die absolut wichtigste Lektion aus diesem Video, und das fragen mich ganz, ganz, ganz viele Leute, was ist die wichtigste Lektion aus diesem Video? Fasst dieses 2,5 Stunden Video in eine Sache zusammen. Die Kommentare darunter kann man sich gerne mal anschauen. Die reichen von geiles Video, was für ein cooler Typ zu, was für ein Loser, hast du das wirklich notwendig, hier so zu prahlen, wo ist deine Gediegenheit, von zu. Und ich möchte, und das ist mir etwas ganz Wichtiges, auch wenn wir heute viel über Geld reden, über sehr viel Geld reden, möchte ich trotzdem immer noch sagen, dass dieselbe Formel, die dir unglaublich viel Geld beim Investieren bringen kann, genau das Gleiche ist, das, was dir in der Familie hilft, bei Freunden hilft, mit der Frau hilft, mit der Familie hilft. Und ich hoffe, dass ich diesen Bogen im Gesamten dann auch ein bisschen schließen kann. Das ganze Video baut eigentlich auf einem Buch auf, das ich geschrieben habe, 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, und schließt dort am Ende dorthin an.
Es spricht nämlich vor allem darum, wie ich dann in den Kryptobereich hineingekommen bin, wie ich ein Unternehmen aufgebaut habe mit Cake, das mittlerweile 3 Milliarden wert ist und 200 Mitarbeiter. Es redet vor allem da auch zum Beispiel über private Sachen. Covid, Corona. Ich bin mit meiner Frau keine Kinder in Corona rein. 3 Kinder nach 2 Jahren aus Corona raus. Wenn die Leute mich fragen, was hast du während Corona gemacht? Dann sage ich immer, viel gearbeitet und ja, es war nicht viel anderes zu tun während der Pandemie. Das ist so diese Geschichte in dem Ganzen. Das Wichtigste ist natürlich die Frage, die sich natürlich die meisten stellen. Okay, sei ehrlich, der Großteil von deinen 100 Millionen US-Dollar kommt aber aus Kryptowährungen. Wie hast du das geschafft? Ich bin relativ früh in Kryptowährungen hinein. Das war natürlich ein riesengroßer Glück. Aber, und da werden wir noch drüber reden, ich habe zu ziemlich bestimmten Zeitpunkten extrem aggressiv gekauft und immer wieder aggressiv verkauft. Beides gemacht. Und das ist total untypisch. Weil in ganz vielen Anlageklassen die Leute normalerweise sehr sektenhaft an einem Investment dranbleiben. Die verkaufen zum Beispiel nie, die hodeln immer durch. Und das wollen die Leute immer so ein bisschen hören. Woher hast du das gewusst? Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe da ein Buch dazu geschrieben mit der Münchner Verlagsgruppe Kryptowährungen einfach erklärt. Und da sind ein paar sehr wichtige Grundlagen in dem Buch drin. Das Buch hat unglaubliche Verkaufszahlen, weil Elon Musk mit diesem Buch gesehen wurde. Und das hat natürlich die Verkaufszahlen raufgetrieben. Ich schmunzle dann immer und sage, mein Buch hat ein bisschen dazu geführt, dass er mit Tesla über 1 Milliarde in Bitcoin hinein investiert hat. Ich hoffe zumindest, dass das ein bisschen einen Teil davon hat. Also, um was geht es da genau? Es geht um eine Formel. Und diese Formel ist meiner Ansicht nach die absolute Erfolgsformel fürs Investieren, für Unternehmertum, im Privaten, für Glück und Zufriedenheit. Und du wirst verstehen, warum. Es geht nämlich um Wert. Wert zu erkennen, ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Warren Buffett beschreibt es relativ gut. Preis ist das, was du zahlst. Wert ist das, was du bekommst. Ganz viele Leute verstehen das nicht. Ganz viele Leute schauen nur auf den Preis, sind Preismenschen. Das gängigste Beispiel, was ich immer gebe, ist, wenn du zur Tankstelle fährst und kaufst Sprit dort und der Preis geht um 20% runter, dann kaufst du wahrscheinlich mehr Sprit. Warum? Weil du nicht nur den Preis siehst, sondern du erkennst auch den Wert, den der Sprit hat im Auto. Wenn du an die Börse gehst und du kaufst ein Barrel Öl und es kostet 100 Dollar und der Preis vom Öl geht um 20% runter und die Medien fangen irgendwie an, panisch zu werden, die Influencer werden alle panisch, was machen dann viele Leute? Werden genauso panisch, weil der Preis geht ja gerade um 20% runter. Was die Leute aber nicht machen, sie schauen nicht auf den Wert. Wert ist etwas so Schwieriges zu erkennen, weil man sich echt gut auskennen muss. Also war einer der wichtigsten Dinge in meinem Leben zu lernen, was bedeutet denn überhaupt Wert? Wie kann ich Wert erkennen? Wie kann ich mehr Wert geben? Weil umso mehr Wert ich geben kann, umso einfacher tue ich auch mir einen höheren Preis zu verlangen. Und das hat am Ende zu einer Formel geführt, die ich lebe, die ich predige, die für mich die absolut essentiellste Formel ist, wenn es darum geht, wie du investierst, wie du Unternehmen aufbaust, im Privaten. Wir reden von Erfolg, all diese Dinge. Es geht um die Wertformel. Wert universell besteht aus 3 Dingen. Wir werden die 3 Dinge im Detail durchgehen, aber ich möchte jetzt ein paar wichtige Punkte auf das Ganze geben. Wert ist Nutzen multipliziert mit Rarität, multipliziert, wie viele Leute diesen raren Nutzen brauchen. Und es wird so wichtig sein, zu verstehen, was das heißt und wie die Faktoren zusammenspielen. Als allererstes, es ist eine Multiplikation. Wenn in dieser Multiplikation ein Faktor sehr klein ist, dann ist ganz egal, wie groß die anderen Faktoren sind, der Wert ist relativ niedrig. Das Beispiel, Luft. Hier, Luft. Luft ist unglaublich nützlich für uns. 8 Sekunden ohne Luft, dein Gehirn hat Schaden. 2. Faktor, jeder Mensch, jedes Lebewesen braucht Luft. Aber weil es nicht rar ist, bist du nicht bereit, hier irgendwie Geld dafür zu bezahlen, dass du atmen darfst. Was ganz anderes wäre, wenn die saubere Luft plötzlich rar wäre, plötzlich würdest du absolut bereit sein, für das Ganze zu bezahlen. Super wichtiger Faktor. Der entscheidende Punkt ist, dass du diese Dinge tatsächlich in Reihenfolge ein bisschen durcharbeitest und nicht einfach nur mit einem irgendwie rausspringst, sondern dass du es auch verstehst. Vor allem, dass du seltenst Wert absolut beschreiben kannst, sondern meistens in Relation. Du kannst hergehen und sagen, lieferst du heute mehr Wert als gestern, lieferst du heute mehr Wert als vor einem Jahr. Bei Investments ist schwer zu sagen, ist ein Bitcoin heute 100.000 wert, 1.000 wert, 100 wert. Aber was sehr einfach ist, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, ist den Wert von Bitcoin über die Zeit zu tracken. Nicht den Preis. Der Preis ist ganz einfach. Da gibt es Charts und so weiter. Ist nicht die Kunst. Der Wert.
Und das wollen wir heute mal ein bisschen probieren. Starten wir mit Nutzen. Da gibt es diese schöne Maslow-Pyramide, die hat er definiert, ist praktisch Bedürfnisse, Nutzen für alle Menschen auf der Welt. Irgendwann wird es wahrscheinlich so eine Maslow-Pyramide für AI geben, für Roboter geben, aber zurzeit ist es mal nur relevant für Menschen. Startet mit den absolut minimalen Bedürfnissen, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und so weiter. Emotionale Bedürfnisse, emotionaler Nutzen, Status, Liebe und geht ganz hinauf in die Selbstverwirklichung. Wenn du mit Dingen zu tun hast, die sehr unten in der Basis sind, ist es sehr einfach, objektiv über den Nutzen zu entscheiden. Essen, Trinken, sehr einfach zu bepreisen. Ist ganz einfach. Aber wie sieht es zum Beispiel mit dem Extremen oben aus? Stell dir vor, ein Bild. Ein Bild, das 30 Millionen Dollar kostet. Ist es irrational oder ist es rational? Das ist die große Frage. Weil das entscheidet, ob du ein gutes oder ein schlechtes Investment triffst. Ist im NFT-Bereich, Non-Fungible Token, wenn du hier für einen Affen oder für einen Felsen 1 Million Dollar bezahlst, ist es rational oder irrational? Und jetzt der Punkt, umso weiter rauf du in dieser Pyramide gehst, umso mehr muss dir klar sein, dass es schwieriger wird, weil der Nutzen sehr subjektiv wird. Der Nutzen oder die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aus dem Grund, umso weiter du rauf gehst, umso eher liegt der Wert im Auge des Betrachters. Das ist super, super wichtig in dem Zusammenhang. Der andere wichtige Punkt, das wirst du auch noch merken, ist Nutzen ist nicht etwas, das du bestimmst. Das ist in der heutigen Welt, wo jeder irgendwie immer so eine Berechtigung glaubt, diese Daseinsberechtigung oder man urteilt über andere Menschen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Schwieriges, diesen Nutzen irgendwie zu akzeptieren, dass nicht du das bestimmst, sondern andere Leute. Lass uns das mal probieren für zum Beispiel Bitcoin, die Mutter aller Kryptowährungen. Und dann lass uns mal überlegen, wie sich dieser Nutzen verändern kann. Weil wenn alle anderen Faktoren gleich sind, aber nur der Nutzen raufgeht oder der Nutzen runter, dann ist es relativ einfach. Wenn der Preis das nicht tut, weißt du, du musst verkaufen oder kaufen. Also, Nutzen für Bitcoin. Ich überlege mir das rational durch. Ich erkenne für mich 3 Nutzen, die Bitcoin hat. Als allererstes, Zahlungsmittel. Fairerweise muss man dazu sagen, dieser Nutzen ist noch sehr, 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 sehr klein. Es gibt fast nichts, was in Bitcoin tatsächlich gepreist ist. Wichtig, dieser Nutzen steigt. Und die interessante Frage ist, wie schnell steigt dieser Nutzen, unter welchen Faktoren steigt dieser Nutzen? Track das Ganze. Das kann man tracken über sogenannte, zum Beispiel Bitcoin-ETMs, tatsächliche Akzeptanzstellen und so weiter. Und wenn du diese Daten hast, die das anschaust, kannst du das natürlich tracken. Zweiter Nutzen, digitales Gold. Diese Versicherung, dieser Charakter, sehr, sehr, sehr interessant als Nutzen. Das nicht zensierbare. Aber, und jetzt kommt der wahrscheinlich größte Nutzen der Zeit, Bitcoin stellt das Hauptspekulationsobjekt im Bereich Kryptowährungen dar. Das heißt, sobald die Leute in Kryptowährungen spekulieren, eines der wichtigsten Punkte, wie die Leute im Kryptobereich spekulieren, ist über Bitcoin. Und das ist sehr, sehr machtvoll, das zu verstehen, weil du es natürlich relativ gut reinfließen lassen kannst. Ethereum hingegen, zum Beispiel die zweitgrößte Kryptowährung, hat mehr Nutzen als Bitcoin. Das kann aber ohne weiteres heißen, das glaube ich auch, dass Ethereum heute weniger Wert hat. Nicht Preis, ich rede nicht über Preis, ich rede über Wert. Warum? Wir haben noch 2 andere Faktoren. Wir haben Rarität und wir haben noch, wie viele Leute das nutzen, wie viele Leute das wollen. Und das Spannende bei Ethereum ist so komplex, dieser Weltcomputer kann für Staking, für Governance, für Decentralized Finance, für Smart Contract Fees und so weiter verwendet werden. Und viele von euch, die noch nie davon gehört haben, haben jetzt Fragezeichen in den Augen. Und das ist genau der Grund, warum der Wert von Ethereum wahrscheinlich zurzeit geringer ist als wie der von Bitcoin, obwohl der Nutzen theoretisch größer wäre. Die interessante Wette ist aber zum Beispiel, vielleicht verstehen immer mehr Leute den Nutzen von Ethereum und vielleicht könnte so die Kurve von Ethereum stärker sein als wie die von Bitcoin. Ich sage nicht so, dass es so ist, aber das wäre zum Beispiel ein wichtiger Gedanke, den man sich so ein bisschen überlegen kann. Das ist Nutzen. Wir können das auf alle anderen Sachen auch runterbrechen, aber ich lasse es jetzt mal dabei, wir haben noch andere Faktoren. Rarität. Rarität ist immer so ein Faktor, den ganz viele der Bitcoiner voll preisen und sagen, Bitcoin ist rar, es gibt maximal 21 Millionen und deshalb ist Bitcoin wertvoll. Das stimmt nicht. Bestes Beispiel, Elefantenscheiße. Ein Elefant kann wie viel am Tag scheißen? 100 Kilogramm, mehr als die meisten Menschen. Das ist im Jahr 40 Tonnen, in einem Elefantenleben, circa 50 Jahre, 2000 Tonnen. Also ein so ein Elefant, und jetzt sagen wir mal, das ist der königliche Spezialelefant, der produziert dir 2000 Tonnen an Scheiße in seinem Leben. Das bedeutet, nachdem das rar ist, es gibt nur 2000 Tonnen Scheiße von diesem Elefanten,
dieser Logik zufolge sollten 2000 Tonnen Scheiße wertvoller sein als 20 Millionen Bitcoins. Aber das stimmt natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, meistens ist diese Scheiße nämlich genau das, was ist. Scheiße. Jetzt gibt es aber einen interessanten Punkt. Viele Leute sind draufgekommen, dass man Elefantenscheiße fantastisch als Dünger verwenden kann. Und plötzlich entsteht ein Nutzen. Und plötzlich ist es nicht mehr so, dass es einfach nur Scheiße ist, sondern plötzlich bewegt sich etwas. Und das ist immer das Wichtige, dass nur die Rarität allein, ich nutze dieses Beispiel, damit du genau das verstehst, nicht einfach nur definiert, Wert ja oder nein, sondern du brauchst die anderen Faktoren. Du brauchst den Nutzen, du brauchst die Rarität und du brauchst das Letzte. Und es ist, wie viele Leute sehen das, wie viele Leute brauchen das, wie viele Leute akzeptieren das. Das sind diese Adoptionskurven, die alle Leute so ein bisschen kennen. Das ist einer der Hauptunterschiede, warum Ethereum noch nicht dort ist, wo heute Bitcoin ist. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ChatGPT über die letzten Monate so nach oben gerasselt ist, warum Social Media so stark ist. Es ist auch zum Beispiel eine ganz interessante Frage. Wer produziert denn die besten Hamburger? Keine Ahnung, aber wer ist denn das wertvollste Hamburgerunternehmen? Nicht direkt, aber es ist McDonald's. Ist zwar eigentlich ein Immobilienunternehmen, aber macht ganz viel Hamburger. Sind die McDonald's Hamburger gut? Nö. Die Pommes, die sind richtig geil. Aber die Hamburger. Aber was die McDonald's geschafft hat, ist eine Skalierung reinzubringen in die Hamburger und dadurch ist McDonald's Milliarden wert, während das lokale Hamburgergeschäft, das wahrscheinlich die besten Hamburger macht, nicht so wertvoll ist. Das ist absolut wichtig in dem Zusammenhang zu verstehen. Wie fügen wir jetzt also das ganze Bild zusammen? Wiederum ein sehr schönes Zitat vom Guru selbst, von Buffett: Kauf den Dollar für 50 Cent. Kauf den Euro für 50 Cent. Was heißt das? Stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, wir fahren mit dem Bus. Und wir fahren zuerst durch die Tiroler Alpen, dort, wo ich herkomme. Es ist Quellwasser links, Quellwasser rechts. Wasser gibt's Ende nie. Und stell dir Folgendes vor, du hast keine Ahnung, wohin wir fahren. Ich weiß es. Ich bin die Strecke schon 50 Mal gefahren. Und ich sammle Wasser ein. Überall füge ich Wasser hin. In den Kanister, in den Kanister, in den Kanister. Und du sitzt da und sagst, Julian, was machst du denn? Warum fügst du überall Wasser? Wer braucht denn das ganze Wasser? Warum schleppst du das ganze Wasser rum? Ich kenne die Route. Und jetzt stell dir vor, wir fahren irgendwie komplett in den Süden von Italien. Plötzlich gibt es überhaupt kein Wasser mehr. Und ich habe aber das ganze Wasser. Es hat sich nicht wirklich was am Wasser geändert. Es hat sich nicht wirklich was an dir geändert. Es haben sich die Umstände geändert. Der Faktor von Rarität hat sich plötzlich geändert. Der Nutzen ist der gleiche geblieben, aber plötzlich brauchen die Anzahl der Leute das Wasser, das plötzlich rar geworden ist. Und dieses Beispiel ist so fantastisch, um zu verstehen, wie ich in den letzten 9 Jahren in Krypto investiert habe. Ich habe mir immer genau bei jeder Kryptowährung überlegt, wie hat sich der Nutzen verändert. Ganz am Anfang, ich habe 2015 das erste Mal richtig aggressiv in Kryptos investiert. Und damals habe ich verstanden, dass wahrscheinlich die wenigsten Leute Kryptos kennen oder verstehen. Meine Wette war, das werden einfach mehr Leute kennen. Der Nutzen wird sich nicht verändern, Rarität wird sich nicht verändern. Es werden einfach mehr Leute kennenlernen. Was ist passiert? Über 2 Jahre, Bitcoin hat sich verhundertfacht. Mein Vermögen hat sich verhundertfacht, weil ich das zu diesem Zeitpunkt verstanden habe. Und dann Ende 2017 habe ich gedacht, okay, das ist jetzt komplett zu viel. Und ich weiß noch genau, ich war in Wien im Audimax bei über 1000 Leute mit dem Wirtschaftsminister und habe gesagt, Leute, ich verkaufe meine Bitcoins. Auf einem Event, wo es um Krypto gegangen ist. Kannst du dir nicht vorstellen, die Leute haben mich Bitcoin-Judas beschimpfen. So, das Ganze geht weiter. Im Jahr 2019, vor allem dann 2020, während der Covid-Krise, war mir plötzlich total klar, mit dem ganzen Gelddrucken, mit dem ganzen Chaos, der Nutzen von Bitcoin wird extrem stark sein. Und ich habe extrem aggressiv wieder in Bitcoin investiert. Während alle gesagt haben, was für ein Schwachsinn, warum jetzt investieren. Der Preis ist komplett runtergecrashed um 90% in der Zwischenzeit. Die Leute haben alle gesagt, es erholt sich nie mehr wieder. Was ist passiert? Ende 2021, der Bitcoin-Preis über 60.000, fast 20x von diesem Boden. Und plötzlich habe ich wieder genau das gleiche Gefühl. Der Nutzen ist nicht mehr da, der Spekulationscharakter ist nicht da. Und ich habe ein Video gemacht, live auf YouTube, wo ich live auf YouTube 10 Millionen, das war so ein Teil von den ganzen Verkäufen, die ich gemacht habe, live auf YouTube 10 Millionen verkauft habe. Die Kommentare darunter musst du dir anschauen. Ich bin beschimpft worden, links und rechts. Und was ist passiert? Der Preis ist komplett runtergecrashed. Und es war vorhersehbar. Warum? Immer aus dem gleichen Grund. Weil sich der Wert verändert hat und der Preis nicht zusammengestimmt hat. Das Ganze kannst du aber nicht nur auf Investieren anwenden. Und es ist mir auch wichtig, dass du das verstehst. Diese Formel ist generell für alles im Leben anwendbar. Und eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ist diese Frage nach Erfolg. Wie definiere ich Erfolg? Was ist Erfolg? Und für mich gibt es 2 Arten von Erfolg. Es gibt den objektiven Erfolg. Den schaffst du, indem du relativ wenig Nutzen,
an ganz viele Leute rausbringst. Das ist das, was Superstars machen, was Unternehmen machen, was die berühmten Leute machen, was die Influencer machen. Das macht dich aber nicht unbedingt glücklich. Was dich wirklich glücklich macht, ist der subjektive Erfolg. Subjektiver Erfolg bedeutet, dass du extrem viel Nutzen an ganz wenige Leute bringst. Und das ist mir unglaublich wichtig, denn mit dem ganzen Geld, mit dem ganzen Wohlstand, mit dem unternehmerischen Erfolg, das alles macht nur dann glücklich, wenn du schaffst, diese zwei Dinge zu kombinieren. Und das ist hoffentlich das, was ich hier euch am Ende noch zurückgebe. Dass man immer versucht, beide Sachen irgendwie zusammenzubringen. Für die Familie, für Freunde, für wenn man mal Leute sieht, die es deutlich mehr brauchen als ihr, dass ihr das dann auch dorthin mal spendet. Und nur dann hat man dieses absolute Gefühl von Erfolg, subjektiv als auch objektiv. Also egal, ob glücklich und zufrieden, ob die erste Million, ob das Unicorn-Business, die Formel zeigt dir den Weg. Vielen Dank.